Karsamstag, Stationskirche San Giovanni in Laterano. Die Zeit ist aufgehoben. Seit der Stein, der das Grab verschloss, weggewälzt und der Zugang zu einem nunmehr leeren Raum freigegeben ist, hat er unter sich all die Jahrhunderte von Adam bis Judas begraben. Eine der Bestrebungen, in die der Mensch seinen größten Ehrgeiz legt, ist die Bestimmung fester Punkte in der Zeit. Er muss so tun, um sich an ihren verzweifelt anklammern zu können, in der Illusion, dem ständigen Dahinschwinden der Zeit zu entgehen. Er erfindet Systeme und Synthesen von unbestreitbarer methodologischer Brauchbarkeit, aber was dabei herauskommt, ist frommer Betrug. Geschichte, Historismus, Geschichtsschreibung, Geschichtsphilosophie, das sind die modernen Aspekte der gleichen Erbsünde des Wissenwollens, die zum Verlust des irdischen Paradieses geführt hat. Und doch unsere so furchtbar der Zeit unterworfene Natur kann es nicht lassen. Wie ist das alles lächerlich für den, der seiner Natur nach zeitenthoben ist? Es geht darum, das große Ereignis von heute noch einmal klar darzustellen. Die Auferstehung ist wirklich das einzige Ereignis, das sich gegen die Geschichte stellt oder besser außerhalb der Geschichte steht, seit der Erschaffung der Welt. Weder die Schöpfung noch das jüngste Gericht können eine solche Ausnahmestellung beanspruchen. Das ist der Grund, warum die Beziehung zwischen dem Auferstandenen und uns als einzig in ihrer Art begriffen werden muss. Weihnachten hat etwas Menschliches, für uns Verständliches. Es rührt an unser Herz. Die Auferstehung dagegen hat etwas Bestürzendes, freilich voll freudigen Jubels, aber es kann nicht verborgen bleiben, wie schwer uns der Zugang dazu fällt. Weihe des Feuers, Weihe des Lichtes, Weihe des Taufwassers. Zuerst ist in der Kirche alles finster, dann, vom neugeweihten Feuer entzündet, werden die Kerzen neues Licht geben, genährt vom schmelzenden Wachs, das als Stoff dieser kostbaren Leuchte die Biene herbeigetragen. Die entzündeten Lampen spenden ihr Licht für die Verkündigung der Prophetien. Die große Stunde der Katechumenen ist da, die Kirche öffnet ihnen endlich ihre Tore. Segen senkt sich auf den Taufbrunnen, wie der Hirsch verlangt nach den Quellen des Wassers, so sehnt sich meine Seele nach dir, o Gott. Die Hand des Priesters hat das Wasser berührt, das Wasser entsprungen der Quelle des Paradieses, vier Ströme bildend, in der Wüste trinkbar gemacht, aus den Felsen fließend für das dürstende Volk. In Kana in Wein verwandelt, im See von Jesu Füßen beschritten, Zeuge geworden der Taufe Jesu im Jordan. Am Jakobsbrunnen von der Samariterin für sich und ihr Volk begehrt. Beim letzten Abendmahl zur Fußwaschung demütig dienend als eindrucksvollste Belehrung. Und schließlich auf Golgatha, zusammen mit dem Essig die Lippen Jesu netzend und zusammen mit dem Blut aus dem durchbohrten Herzen fließend. Geweihtes Wasser, eine der Ministranten, macht sich bereit, es in unsere Häuser zu tragen, während unterdessen in der Kirche das Taufwasser sich mengt mit dem Öl der Firmung und dem Öl für die Kranken. Das Gloria wird gesungen, zugleich ertönen wieder die Glocken. Aus der Bischofskirche von Rom und der Welt geht wieder die Kunde hinaus mit den Worten des Matthäus. Er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Verkündet es seinen Jüngern, er geht euch voraus nach Galiläa. Alleluja, Alleluja, lobet den Herrn, all ihr Völker, ihr Menschen alle, Lob preiset ihn.